Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, hurra, hurra, der Patch ist da. Ja, wir haben Alpha 2.2 erreicht als Live-Patch. Gerade gestern Nacht ist der ganz, ganz frisch rausgekommen. Das bedeutet, wir konnten ihn jetzt runterladen für alle Bäcker. Er ist jetzt also live. Passend zum Wochenende sozusagen. Darum jetzt hier am frühen Samstagmorgen von euch noch mal, für euch nochmal ein kleines Gameplay und eine Einführung. Das heißt, ich zeige euch hier so ein bisschen, was erwartet euch in dem Patch. Es sind gute 28 GB, die ich vorhin, glaube ich, runtergeladen habe, so in etwa. Das heißt, der ein oder andere wird ein bisschen daran zerren mit der Internetleitung, aber es lohnt sich. Es ist viel, viel Neues mit dazugekommen. Und ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen, was ist alles neu und was enthält der Patch insgesamt, auch als Einführung für die, die jetzt erst mit dem Spiel einsteigen. Dazu aber sei vorausgesagt, es sind jetzt nicht nur das ist neu, sondern wir haben auch gerade zwei Schiffe, die wieder in den Sale gekommen sind, und zwar bis Montag, den 7.3. Das heißt, bis kommenden Montag inklusive des Montages werden sie im Sale sein. Das heißt, man kann damit rechnen, dass man sagt, Montag zu Dienstag werden sie dann wieder rausgenommen. Und zwar sind das natürlich die beiden Schiffe, die jetzt auch in dem Patch neu gefeatured werden. Und zwar einmal die Aegis Dynamics Saber. Der Jäger, den wir auch schon ausführlich in unseren Let's Plays vorgestellt haben, der ist jetzt bis Montag wieder im Sale, und zwar als Standalone-Ship, also ohne Game-Package, für 184,09 € inklusive LTI. Ein großartiges Teil, schaut es euch an, testet es ein bisschen und dann überlegt euch, ob ihr da noch zuschlagen wollt. Übrigens mit 6-monatiger Versicherung und dem VFG Industrial Hangar. Also auf jeden Fall gerade jetzt im Sale. Außerdem im Sale ist die Cartual, der Xian Scout, der jetzt in frisch in den Hangar gekommen ist. Den kriegt man jetzt aktuell für 162,44 € und auch das mit einer 6-monatigen Versicherung, allerdings einem Revel and York Hangar. Jetzt aktuell, auch die Cartual haben wir uns übrigens im Hangar angeguckt. Könnt ihr euch also reinschauen und gucken, ob sie euch gefällt. Und wir gehen jetzt ins Spiel rein und ich zeige euch jetzt als erstes mal das neue Lobby-System. Das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt, nämlich man sieht hier schon, ich habe jetzt nicht nur, wenn ich auf Universe klicke, hier meine Auswahl, sondern ich habe jetzt auch eine Kontaktliste hier drin. Und auf diese Art und Weise, es ist noch sehr früh am Morgen, deshalb sind hier viele noch nicht online. Auf jeden Fall kann ich hier auf die Art und jetzt jemanden auswählen, wenn der jetzt online ist und ich ihn in meiner Kontaktliste habe. Kann ich aber auch jetzt hier frisch hinzufügen, damit eine Party bilden. Und wenn wir eine Party zusammen gemacht haben, werden wir so zusammengefügt, sieht man dann auch. Und dann ist es tatsächlich so, dass wenn ich dann auf Crusader gehe und einer von uns joint, sind diese Plätze in der Party, bis zu 8 gibt es gerade, sind dann reserviert, und dann sieht man diese Instanz, wenn man ein paar Mal hin und her klickt, sieht man die dann hier auftauchen und man kann hinterher. Ich bin jetzt hier gerade alleine, bin auch solo unterwegs und werde dementsprechend das Ganze jetzt mal so probieren. Übrigens, wenn ihr volle Informationen haben wollt, was der Patch 2.2 alles enthält und was der volle Umfang sozusagen ist, dann schaut doch mal in unser Video da oben rein, da haben wir alles auch für euch aufbereitet. Das sind dann die Alpha 2.2 Patch Features und Inhalte. Oh ja, und ich werde jetzt mal ins Game starten und euch dementsprechend mal ein bisschen was vom Gameplay zeigen. Also dann bis gleich und see you on the flight deck. Und zwar diesmal eure wirklich dann auf dem richtigen. Bis gleich. So, guten Morgen, da sind wir jetzt. Jetzt sind wir auf dem Flight Deck angekommen, also zumindest in Port Olisar, und gucken uns mal an, was es hier alles so Neues gibt. Daher führe ich euch jetzt mal gut und ruhig durch die Gegend hier. So, spannend wird's. Ja, wir sehen jetzt, wir haben schon ein paar Veränderungen hier im HUD. Über uns sind die beiden Buttons, die wir schon mal in einem Video erklärt haben, wo wir über alle Inhalte des Patches reden. Das heißt, da könnt ihr gerne reingucken. Alpha 2.2 Inhalte und Funktionen heißt das. Ja, das sind sie jetzt beide, und zwar sehen wir einmal hier an der Seite ist sozusagen das Icon für die Armistice Zone, also die Green Zone. Das bedeutet, hier ist eine waffenfreie Zone, hier können die nicht benutzt werden. Das wird damit angezeigt. Und daneben, hier, genau, da ist dann das Zeichen mit dem Satelliten, was uns anzeigt, wir sind jetzt im Monitored Space. Das heißt, alles, was ihr hier an Mist baut, wird hier aufgezeichnet, und dafür erhaltet ihr dann einen entsprechenden Status von den Behörden und werdet unter Umständen gejagt. Gut, das sieht man da dran. Dann gucken wir jetzt nochmal ins Mobiglas rein. Und zwar, da hat sich insofern was getan, als dass wir den Scheduler jetzt wirklich sehr gut nutzen können. Also jetzt geht's wieder zu. Jetzt so, zack. Da können wir nämlich raufgehen.
Und hier werden uns jetzt also die Missionen angezeigt, wie sonst, aber hier werden uns dann auch entsprechend, wenn sie dazukommen, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Comrade abgeschaltet hat, wird das hier auch angezeigt, kann man dann also annehmen. Wir gehen jetzt auch gleich auf ICC Assistance, das heißt, wir gehen jetzt und nehmen diese Mission gleich an, einfach nur um zu sehen, wo das Ding dann ist und vor allem, weil ich euch von da aus einen super schönen Blick über das Ganze geben kann, das habe ich vorhin mal ausprobiert. Ja, ansonsten PI Wanted ist noch da, die Private Investigator Mission, die euch zum Kovalex Shipping Hub führt, könnt ihr auch machen, ist auf jeden Fall da und alles andere wird uns dann als Update gegeben, falls jetzt momentan scheinen alle Com Arrays aktiviert zu sein. Von daher würde ich sagen, wir hauen uns jetzt mal in die Lobby und schnappen uns schnell die Saber und gucken uns mal ein bisschen um in Port Olisar. So, wo ist er denn? Da ist er, hervorragend. Und zack, B02. Ja, wer es noch nicht bemerkt hat, wir sind auf dem Bravo Landing Pad, also auf der Station sozusagen auf dem, wenn man so will, Terminal Bravo, könnte man sagen. Also das B-Terminal. Ja, dadurch, dass wir jetzt 24 Spieler und bis zu 24 Schiffe pro Instanz haben, ist es so, dass sie jetzt auch das B-Terminal aufgemacht haben, damit man sich eben nicht auf die Füße tritt gegenseitig. Die Fans von den Constellations und von entsprechend den Freelancers und wie heißt denn noch, die Retaliator, die werden sich dafür bedanken, denn man muss dazu sagen, es ist tatsächlich sehr viel besser, dass man mehrere Landing Packs der Größe jetzt hat. Ja, jetzt steht sie leider ein bisschen im Schatten, die Saber. Wie schade. Macht aber nichts. Ihr habt sie ja sicherlich schon ausführlich begutachtet bei uns in den Let's Plays dazu. Die haben wir gemacht. Da könnt ihr euch nämlich nochmal das Schiff ausgiebig angucken. Und natürlich machen wir auch den einen oder anderen Flight-Test damit. Ich möchte sie jetzt auch nur nochmal zeigen, weil ich bin sehr verliebt, ähnlich wie Weezen. Ich kann das schon verstehen. Großartiges Schiff. Wer also sich nochmal in den Hangar stellen möchte, denkt dran, bis einschließlich 3. Montag, den 7.3. so rum, ist sie noch im Sale. Wir benutzen sie jetzt ein bisschen als Mittel zum Zweck und werden sie also jetzt mal ein bisschen ausführen hier in Port Olisar. Auf geht's, würde ich sagen. So. Gehen wir doch mal in die Außenansicht und gucken uns das Schmuckstück mal von außen an. Noch halb verdeckt durch die Sonne dort. Aber sehen wir schon. Ja. Wunderschönes Schiff. Kann man nicht anders sagen. Und was sie schon macht, und zwar, das ist tatsächlich gut zu sehen, dann, wenn sie jetzt ins Licht kommt, und zwar in dem Moment, wo sie das Fahrwerk einklappt, sozusagen klappen sich dann auch die Flügel aus und die Repeater fahren nach ein Stück nach vorne und rasten ein. Also es ist schon ein tolles Schiff geworden, kann man nicht anders sagen. Ich finde es sehr, sehr schick und es fliegt sich auch hervorragend. Also das kann man auch nicht anders sagen. Sie hat eine unglaublich gute Art, sich fliegen zu lassen und als Jäger ist sie sehr potent und von daher sind viele Fans jetzt, glaube ich, ganz gut angetan von diesem wunderschönen Schiff. Ja, und jetzt von dort aus gehen wir sozusagen, starten wir mal unsere Tour. Wir haben hier Port Olisar. Dann erscheint hier jetzt Crusader. Wir sehen auch, da hat sich deutlich was verändert. Der Planet ist kleiner geworden an sich. Dafür ist sein Umfeld deutlich größer geworden. Und das Ganze ist jetzt nicht mehr so kegelförmig angelegt, um quasi mit Crusader im Rücken, sondern wir haben ihn jetzt als eigenständigen Planeten hier, um den man auch rumfliegen kann. Das zeigen wir dann auch gleich nochmal. Mit Port Olisar sozusagen da etwas weiter entfernt. Von daher schalten wir jetzt wieder in die Cockpit-Perspektive. Gucken uns das mal an, wie das im Quantum Drive aussieht. Wir haben nämlich hier jetzt also den Security Outpost Korea. Wenn wir jetzt Port Olisar an unserer Backup-Port-Seite haben. Dann haben wir hier hinter Crusader jetzt ein Com-Array und die Cryastro Service Station. Das heißt, es wurde verlagert. Auch Crusader ist schon als Ziel markiert. Wer weiß, für die Landezone, die dann irgendwann da kommt. Die anderen Com-Arrays und der Kovalex Shipping Hub befinden sich hier. Und eine weitere Cryastro Station. Das heißt, wir haben jetzt auch wirklich mehrere zur Auswahl. Man sieht schon, es ordnet sich alles so quasi scheibenförmig rund um Crusader an. Und wo wir jetzt hinwollen, ist natürlich dorthin, und zwar zur ICC Probe Station. Die haben wir hier. Und dort werden wir jetzt unseren Quantum Drive Sprung hinmachen und uns von dort aus mal ein bisschen angucken. Denn von den festen eingebauten Dingen hier sozusagen bei Crusader ist sie tatsächlich das, was am weitesten entfernt ist. Und wir den längsten Sprung hinmachen und das sieht man gleich in der Ansicht auch ganz gut. Darum. Ach ja, auf geht's zur ICC Probe Station.
Das hat uns übrigens einer aus dem Chor gesagt, dass er in dem Moment, wo er die Missionen dort gemacht hat, es schon geschafft hat, über 1 Million Kilometer mit einem Quantum Drive Sprung hinzuliegen. Also direkter Linie. Das Ding ist schon hier ordentlich groß, ne? Wir haben jetzt gesehen, also die Armistice Zone oben ist abgeschaltet. Das ist aber weiterhin Monitored Space. Das heißt, hier jemanden anzugreifen führt de facto dazu, dass man einen Gesuchtstatus erhält. Ja, und das wollte ich euch hier zeigen. Hier sieht man nämlich, wie weit das Ding eigentlich weg ist und wie sich jetzt hier alles sozusagen ballt auf dieser Ebene. Man fragt sich jetzt natürlich, wie kann ich denn die einzelnen Punkte anwählen? Naja, das geht über den Zoom eigentlich ganz gut. Das heißt, hier komme ich eigentlich überall hin, wo ich hin will. Und ihr seht, wie sich das jetzt hier alles so anordnet in einer Ebene rund um Crusader im Endeffekt. Ne? Man sieht nur sogar die Entfernung dazu und Yila ist zum Beispiel relativ weit draußen und dort springen wir jetzt mal hin, da es aktuell ja kein Com-Array gibt. Da will ich euch nämlich zeigen, wie sich das inzwischen verändert hat. Sieht ganz schick aus. Also, ihr seht, es ist ein großer Wust hier und jetzt hätte mich beinahe ein Muster gerammt und um das zu verhindern, hauen wir jetzt hier gleich mal wieder ab. Wie gesagt, angreifen sollte er mich hier nicht, es sei denn, er möchte gerne ein Gesucht-Level haben. Das werden wir dann gleich rausfinden. Ja, und jetzt ist die Comlink-Verbindung kurz verloren und jetzt ist sie wieder da. Ihr seht also, es gibt eine gewisse Abdeckung, die diese Comlinks haben. Yila gehört jetzt mit dazu, aber man sollte sich auch wirklich darüber bewusst sein, dass Yila nur dann mit dazu gehört, wenn die auch in der Umgebung liegenden Comlinks, das sind glaube ich zwei, wenn die beide aktiviert sind. Wenn nicht, ja, dann ist man hier wieder im ja, sozusagen freien Space. Das heißt, man ist hier tatsächlich dann nicht mehr überwacht und kann hier tun und lassen, was man will. Das sollte man eben wissen, dass Yila mal monitored sein kann und überwacht und mal eben nicht. So, und wie ihr seht jetzt schon, was sich hier auf jeden Fall getan hat, ist der Asteroidengürtel wurde stark entzerrt. Der ganze Mond wurde deutlich vergrößert. Also während man früher etwa 8 bis 10 Minuten gebraucht hat, um einmal um ihn herum zu cruisen im Cruising Speed, dauert das jetzt deutlich länger. Ihr seht schon, wie sich das hier verhält. Gehen wir nochmal hübsch in die Außenansicht, zeigen nochmal die wunderschöne Saber vor dem Mond hier. Und ja, man muss sagen, ich weiß nicht, ob das Asteroidenfeld so final ist, denn ich finde, es ist jetzt tatsächlich dadurch, dass es so auseinandergezogen ist, vielleicht für so ein Dogfight oder sowas nicht mehr ganz so spannend, wie es vorher war. Andererseits ist es so, dass die Asteroiden sich jetzt auch prozedural rendern. Das heißt, momentan sehen sie noch aus wie Klotze, aber je weiter man sozusagen rankommt, desto schöner werden die Details und desto besser sieht es dann im Endeffekt aus. Der Mond ist schon sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Ja, und auf diese Art und Weise sieht man also, dieses Areal hier ist deutlich vergrößert worden und auch der Mond, wie gesagt, an sich ist schon sehr sehr groß in seinem Umfang geworden. Das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Ist zumindest, finde ich, eine sehr, sehr spannende Sache, wenn man sich das Ganze hier mal in Ruhe angucken will. Und vor allem, wenn man hier das ein oder andere Gameplay vielleicht mit seinen Freunden machen möchte, finde ich das auch eine sehr, sehr irre Sache, hier durch dieses Asteroidenfeld zu rasen. Mein Wunsch wäre, dass sie es noch ein bisschen dichter wieder machen, einfach um den Dogfight-Faktor zu erhöhen. Aber wir werden sehen. Final ist eh noch nichts. Gut, von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt hier mal wieder rein. Ich finde auch die Ansicht von Crusader ist echt irre geworden, dort hinten so in dieser Ferne. Gehen wir aus dem Cruise Speed wieder raus und suchen uns jetzt das nächste. Und zwar fliegen wir euch mal zum Security Post Korea, denn eine neue Comlink-Mission ist sowieso nicht passiert bisher. Und da zeige ich euch dann auf jeden Fall mal das neue EVA-System. Und von daher würde ich sagen, wir aktivieren den Quantum Drive. Denn zwei Sachen will ich euch noch zeigen hier heute, und zwar das ist einmal das neue EVA-System, die Mechanik, die dort eingebaut wurde, und außerdem möchte ich euch unbedingt noch zeigen, wie das FPS-Spielgefühl jetzt ist. Das kann man ja hier ganz gut. So, hier tobt schon der Krieg, ich sehe es. Einige Leute schießen hier auf sich. Da muss man eben sagen, ihr seht schon oben, es ist jetzt kein Monitored Space hier mehr, ja? Das heißt, hier, was man hier tut und lässt, ist euch überlassen und wird also nicht registriert. Das muss man sich klar machen. Denn hier ist es auch so, dass Outlaws zum Beispiel hinkommen, um ihren Gesuchtstatus loszuwerden an der Mittelkonsole. Das heißt, hier ist alles erlaubt. Denn rein hintergrundtechnisch ist tatsächlich auch der Courier Outpost noch nicht. Der ist tatsächlich noch nicht aktiviert. Ja, das heißt, der ist noch in der Bauphase. So, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren, damit ich hier jetzt mal ein bisschen aus der Schusslinie komme und werde euch jetzt mal das neue EVA-System vorstellen. Kann sein, dass ich gleich erschossen werde, wir werden es sehen. So, und hinaus. Meine Saber schwebt jetzt hier unter mir so lang.
Und ich werde mal ein bisschen rausschweben hier. So. Ihr hört schon, es wird viel geschossen hier um mich herum. Wir haben unter mir hier das Schiff. Ja, und was ist neu am EVA-System? Ihr seht es hier. Wir haben auf jeden Fall ein Zielkreuz jetzt, was so ein bisschen die Trägheit angibt. Dann haben wir einen Indicator, wo es hingeht. Ne? Das ist in der Mitte da, der uns zeigt, ähnlich wie beim Fliegen auch, der Line-of-Sight-Indicator, der uns sagt, dahin geht's gerade, dahin seid ihr gerade unterwegs. Hinten tobt immer noch der Raumkopf. Mal sehen, ob ich hier heil langkomme. Ja, und man sieht schon, dass sich hier einiges getan hat, gerade in der Außen Ansicht kann man jetzt das sehr gut ermessen, dass man jetzt also sieht, wie die Düsen arbeiten. Das ist jetzt alles sehr viel feiner gestaltet. Man kann eine ziemliche Geschwindigkeit auf sich nehmen, also aufnehmen, wenn man jetzt hier nämlich ordentlich Boost gibt. Jawohl, ihr seht, man wird sehr, sehr schnell. Kann dies dann aber auch versuchen, wieder abzubremsen, damit wir uns jetzt hier nicht in den Kopf stoßen. Also das heißt, es gibt hier eine sehr, 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 sehr erweiterte Mechanik drumherum. Natürlich kann man auch rollen, wie das auch schon vorher die Möglichkeit war. Alles steuert sich jetzt deutlich, ich sage es mal, realistischer. Ich finde es jetzt nicht unbedingt einfacher oder schwerer. Ich finde es einfach anders. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich fand es vorher ein bisschen sehr leicht. Oh, und wir haben ein neues Objective gesehen. Da seht ihr oben angezeigt, hier ist gerade Mission Withdrawn. Das ist also ein Update für uns. Das heißt, da gab es ein Com-Array, was eigentlich repariert werden sollte, aber die Mission ist jetzt zurückgerufen. Und hier kann man also sehen, wenn wir jetzt hier unten landen, das ist alles sehr viel smoother und finde ich, funktioniert jetzt sehr gut. Jetzt mal vorsichtshalber die Waffe ziehen, man weiß ja nie, was hier so rumfleucht und kreucht. Und werden uns dann mal in den Shipping Hub begeben. Dann habt ihr auf jeden Fall mal gesehen, dass dieses EVA-System doch eine starke Veränderung darstellt zum Rest. Und ich zeige euch jetzt noch ein bisschen, was beim FPS passiert ist. Das ist vornehmlich eigentlich eine Animationssache, eine Animationsgeschichte. Dafür gucken wir mal, ob wir uns vielleicht eine große Waffe schnappen können. Und wir das dann so ein bisschen zeigen. Ein bisschen vorsichtig muss ich sein, weil man nie so genau weiß, wer jetzt hier unterwegs ist. Die Augmented Reality übrigens ist standardmäßig jetzt eingeschaltet und wird sozusagen nur ausgeschaltet, wenn ihr F10 drückt. Also die ist standardmäßig drin, damit man die Möglichkeit hat, die anderen eben auch zu erkennen. So, und da ist die Ballistic Rifle. Ihr seht schon, die haben wir jetzt und ich hoffe, jetzt lässt mich einer kurz das vorführen, ohne mich zu erschießen. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Wand rangeht, ne, sieht man, er nimmt jetzt die Waffe hoch und nimmt sie dann wieder runter, wenn man dann weiterläuft. Also das hat sich verändert in jedem Fall. Das wird jetzt auch noch erweitert. Dazu kann man sagen, wenn wir jetzt in die Außenansicht gehen, haben wir eine sehr, sehr schöne Art, das zu zeigen. Also er läuft jetzt auch los, etwas verzögert, stößt sich ab und hält wieder ein bisschen verzögert an. Das heißt, auch das ist jetzt rudimentär sozusagen drin. Beim sowohl Vorwärtslaufen als auch beim Backpaddeln ist es so, dass wir das jetzt drin haben als Verzögerung. Ebenfalls finde ich, das wirkt schon auch schon relativ smooth hier, der Sidestep. Und genauso sind alle anderen Bewegungsanimationen jetzt auch ein bisschen weiter gediehen. Das heißt, wenn er runtergeht, macht er jetzt, finde ich, schon einen sehr, sehr guten Gang. Und man sieht jetzt eben auch, wie er zielt. Ne? Also wenn ich jetzt hier das Zielen mit dazu nehme, hat er ist jetzt auch schon da drin. Das heißt, ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Sache, sehr, sehr guter Weg sozusagen, um da auf Star Marine hinzuzuarbeiten. Ich finde, das sieht alles schon sehr ordentlich aus und bin sehr gespannt, was die absoluten FPS-Freaks jetzt davon halten. Ich denke, das macht schon großen Spaß so und so kann es sich gerne weiterentwickeln. Ja, in diesem Sinne habe ich euch jetzt mal die wichtigsten Features gezeigt, wie man ein Com-Array jetzt genau aktiviert oder auch deaktiviert, wenn man sich einen Gesuchtstatus verdienen möchte. Das weiß man ja, das gibt es inzwischen schon bekannt. Dafür könnt ihr euch auch die anderen Let's Plays angucken. Ich wollte euch jetzt mal eine kurze Einführung geben. Was ist alles neu? Wie sieht es jetzt aus? Wo findet ihr was? Und ja, wie geht es jetzt hier weiter? Da kann man auf jeden Fall sagen, es werden die weiteren Features hinzugefügt und da sind wir dann sehr gespannt drauf und berichten das natürlich sofort. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen, dann abonniert unseren Channel, schreibt uns ein paar Kommentare, liked und disliked unsere Videos, wie sie euch jeweils gefallen haben. Und wenn ihr uns selbst unterstützen wollt, uns hier als Channel mit unserer Arbeit als YouTube-Creator, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil und schaut mal, ob es da was für euch gibt. Wie gesagt, jeder Dollar hilft.
den ihr uns da geben wollt, um unsere Arbeit weiterzuführen. In diesem Sinne, vielen Dank. Viel Spaß euch allen mit der Alpha 2.2. Sie ist jetzt da und ich sage euch, habt ein Hammerwochenende. Wir freuen uns sehr darauf, wenn ihr uns sagt, wie es euch gefallen hat. In diesem Sinne, macht's gut. See you on the flight deck und Sawyer out.